Aber Alter, ne? Dass du mit deiner dicken Brille, ne? Überhaupt was. Naja, nicht so dicke Augen hast, verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Feuer. Feuer brennt in der Hölle. Obwohl, ich könnte die auch mal nicht angreifen. Ja, ich greife die an. Ich mag die nicht. Ich mag sie echt nicht. Die ist frech. Das mag ich nicht. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist nicht geil. Und irgendwie spinnt man da Kopfhörer. Was ist das? Was ist das? Hm. Oh, das ist es. Das geht nicht drauf. Junge, verarsch mich nicht. Ah, jetzt bist du richtig drauf. Ja, jetzt klingt er besser, eh? Obwohl. Eigentlich. Ich bin warm, der schnellste Luftpirat in ganz Ivalice. Ich glaub's aber selber nicht. Klingt herrlich, nicht wahr? Nö. Der hat sie doch nicht mehr alle. Das ist nie im Leben der echte Wahn. True Story. Ja, dann mach mal deinen Zug, während ich hier mein Herz hier richtige volle richte. Boxen, Junge. Schuss Kopfhörer. Junge! Verarsch mich nicht. Hallo? Was ist das? Jetzt bist du fest, alles klar. So. Und du hast nichts zu sagen, oder was? Doofe Kuh. Du doofe. Du dumme. Du. Ich könnte ja was Geiles. Aber nicht unbedingt was Geiles, aber was Fieses über Menschen mit Sommersprossen sagen. Aber das lasse ich jetzt mal. Einfach ein bisschen kultiviert bleiben, ja? Wir wollen jetzt noch ganz in Ruhe miteinander reden. Aufs Maul, Junge! So viel zu kultiviert. Naja. Was erwartet ihr? Hallo? Ranzenberg. Geiler Name, ohne Spaß. Vran, guck mal. Im Endeffekt würde ich der das sogar noch mehr glauben, dass sie Vran ist, als dir. Weil du hässlich bist. Bevor die Frage kommt, warum? Alles klar. Obwohl, ich will Ranzenberg gar nicht mal eine verpassen. Das wäre gar nicht mal so die geile Idee. Puff, machen wir anders. Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert, Junge. Voll geil. Dingeling, ding, ding. Ich brauche mal unbedingt andere Kampfvorteile. Denn so selten immer so ein Zeit. Obwohl, ich brauche mal... Wie heißt das? MP-Katalysator? Dass man mehr MP regeneriert oder verbraucht? Irgendwie so. Weil, und das pass mal auf, ne, das ist jetzt so, ne, in mein Gedächtnis drinne. Weil, gute Frage. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil, wegen Doppelzauber, richtig? Ja, verstehst du? Genau deswegen. Deswegen vor allem. Oh mein Gott. Ich bin ja wieder in Topform heute. So, Feuerpeitsche. Ja, gar nicht mal so falsch auf den zu machen. 103, also ich hab... Zauberschaden? Pff, geht ab, Junge. Aber richtig. Ja, mach doch deine Zuginitiative, dann kriegst du einmal ein Messer in den Rücken und das war... What? Nö. Sehe ich nicht ein. Das ist nicht drinne. Ach, fick dich doch. Finde ich nicht cool. Boah, das finde ich geil. Ja, ich bin Dieb. Denn ich möchte nachher auch schnellstmöglichst nachher Doppelschwert lernen. Falls ich dieses... Scheiß Schwert irgendwann noch mal in die Finger bekomme bei diesem Let's Play. Woran ich irgendwie nicht mehr glaube, weil das schon irgendwie voll weit zurückliegt. Fick dich, noch eine Falle? Wer packt denn so viele Fallen vor die Tür? Vor allem, wer packt so viele Fallen vor die Tür? What the fuck? Flinker Finger. The
Der will mir was klauen, Junge. Boah. Alter. Mal gut, dass ich mich da angestellt habe. Ja, ich bin jetzt gerade mit mir selber am diskutieren quasi in meinem Kopf drin. Ob ich jetzt Wahl erstmal abschlachte oder doch lieber Penelo und dann Wahl. Ah, ich hätte so gern Doppelzauber jetzt. Das kann ich so wieder knicken, Mann. Das ist so behindert. Egal, das kommen wir ja nicht vorwärts, ja. Oh, du hast echt drauf, Mann. Das ist immer schwer wieder von den Hochdeutsch, ich hab's versucht. Also diesen normal Deutsch, ja. Wenn ich die ganze Zeit Hochdeutsch spreche. Ich säge ja immer so dazwischen. Ja. Ja, und dann ins Ostdeutsche, was so ein bisschen als Plattdeutsche grenzt, denkst du dir so, verkehrt ihr selber. Oh, Level 50 in dein Gesicht. Legalitätsbonus. Oh yeah. Wo haben wir uns da nur reingeritten? Besser, wir verdünnisieren uns hier. Was? Und die Juwelen einfach sich selbst überlassen? Wo ist denn der ganze Aufwand? Vergiss die Klunker, oder willst du in den Bau wandern? Du meinst, er lag im Gefängnis? Da will ich aber nicht hin. Soll das Essen so schlecht sein? Hier geblieben, ihr Hochstapler. Aha. Halt mal. Wohin denn so eilig? Ihr seht aus, als wärt ihr gerade zu einem Kostümfest unterwegs. Oha. Aber was für Idee die Leute doch alles kommen. Sie täuschen echt aus, findest du nicht wahr? Das sind ja Van und Penelo. Ihr habt es erfasst. In your face. Solche Trittbrettfahrer trifft man immer wieder. Im Prinzip sind es Juwelendiebe, aber sie ziehen auch den einfachen Leuten das Geld aus der Tasche. Hab ich gemerkt. Nach der Sache mit dem Baron Bertoli hat unser Name leider etwas Schaden genommen. Solche Leinschauspieler wie die beiden eben traten nur zu gern als Wahn. Schnellster Pirat der Lüfte auf. Dabei bin ich nicht einmal der schnellste Luftpirat. Nicht? Noch nicht. Aber du kannst sicher sein, dass ich ihn irgendwann eingeholt haben werde. Trotzdem bist du so berühmt, dass andere sich sogar mit deinem Namen schmücken. Das ist mir noch nicht passiert. Im Grunde genommen ist es nur dumm und gefährlich, sich als Wahn oder Penelo auszugeben. Denn man darf nicht vergessen, dass wir auch eine Menge Feinde haben. Ja, so ist es nun mal. Ups. Ich verstehe nicht ganz. Wahn! Hab ich was verpasst? Nein, nichts. Es ist eine interne Angelegenheit. Die beiden Gauner waren zum Glück kein schwerer Brocken. Du hast dich wirklich tapfer geschlagen. Eigentlich war ich gekommen, um gegen euch zu kämpfen. Tja, das verschieben wir dann auf das nächste Mal. Für heute müssen wir uns von dir verabschieden. Wir haben nämlich noch anderweitig zu tun. Wir fliegen ja nicht zum Spaß den ganzen Tag durch die Weltgeschichte. Sorge dafür, dass die beiden Taugenichtse ihre gerechte Strafe bekommen. Ach ja, damit wir den weiten Weg nicht ganz umsonst gemacht haben, nehmen wir die schwarze Morla als Andenken mit. Die schwarze Katze? Das Tier mit den Diamanten? Hey, halt! Wartet! Das geht nicht! Natürlich geht es nicht. Hat ja Beine aus Bronze. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns irgendwann wieder begegnen werden. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hey, wie stehe ich denn jetzt da? Ja, wie ein Volltrottel. Like a to- ne. Das wollten wir jetzt gerade so über die Lippen flutschen. Das vergesst ihr mal ganz schnell wieder. Ah.
Und ich muss noch eine kurze Pause machen, wir sind sofort wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe nämlich das Aufnahmeteil von Camtasia. Ja, ja. Das habe ich nämlich nicht richtig konfiguriert, sondern habe da jetzt so unten so ein Balken. Gut, es fehlt nichts, aber das Ding ist halt zu viel. Das stört mich. Ich muss mal sehen, ob ich das irgendwie so wegschneiden bzw. rendern irgendwie das machen kann. Aber sicher bin ich mir noch nicht. Gut, gehen wir mal nach Kamoa. Und gucken wir mal, was uns in der Taverne erwartet. Oder, ja. Hat sich mittlerweile beträchtlich gefüllt, dein Tagebuch. Wenn ich mir ansehe, was ich hier schon alles erlebt habe, dabei zählen Monsterjagden und Schatzsuchen normalerweise nicht zu meinen Hauptbeschäftigungen. Trotzdem war ich bisher ziemlich erfolgreich und hatte außerdem einen riesen Spaß dabei. Überleg mal, am Anfang waren alle noch seitenweiß. Und leer wie mein Kopf vor einer Mathearbeit. Da stand kein einziger Buchstabe. Das bedeutet nichts anderes, als dass dein weiterer Weg nicht vorgezeichnet war. Auch jetzt steht noch nicht fest, wie deine Reise in dieser Welt zu Ende geht. Das ist wohl wahr. Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung, wie dieses Abenteuer zu Ende gehen wird. Aber gerade das macht das Ganze umso aufregender. Ob alles gut ausgehen wird? Was denn sonst? Du wirst schon den Weg nach Hause zurückfinden. Zurück nach Hause finden, so. Ich bin eigentlich auch voller Zuversicht. Irgendwie muss es doch klappen. Außerdem bin ich ja nicht ganz auf mich allein gestellt. Genau diese Einstellung ist es, die ich so an dir mag. Oh mein Gott. Die Herren führen wohl ein wichtiges Gespräch von Mann zu Mann. Herr Wirt, eine Gedo-Eisuppe, bitte. Und dazu noch ein Männerbrot. Ja, nee, ist klar. Wart ihr nicht erst zusammen Mittagessen? In deinem bevorzugten Feinschmecker-Bistro? Ja, wir haben eine Großportion mit Nachschlag bestellt. Die älteren Herrschaften essen ja nicht mehr so viel. Aber ein junges Mädchen wie ich wächst noch und braucht viel Energie. Haha. Beim Behemoth. Wenn ich so zurückdenke, was ich früher jeden Tag alles in mich reingeschafft habe. Wir waren auch, aber auch die ganze Zeit für Kamü auf Achse, Ilua und ich. Da mussten wir viel Energie tanken. Warum hast du Kamü eigentlich den Rücken gekehrt? Ach, irgendwie fühlte ich mich von den Regeln und Vorschriften innerhalb des Clans sehr zu sehr eingeengt. Das Leben im Clan, das mir bis dahin alles bedeutet hatte, erschien mir mit einem Schlag so idiotisch. Oh mein Gott, was ist nur los jetzt? Das ist alles? Hast du irgendeinen tiefsinnigen Grund erwartet? Ich schätze, in deiner Welt sind die Leute nicht so einfach gestrickt wie unser einer. Als ich nach viel gezählter dachte, dass ich endlich frei wäre, da gab's Peng! Eins auf den Deckel. Für einen Augenblick hatte ich tatsächlich mit allen abgeschlossen und war bereit zu sterben. Wen hätte mein Tod schon gekümmert? Mein Blut verlor sich im strömenden Regen und ich war kurz davor, für einmal einzuschlafen. Aber dann kam er. Der Richter? Es klingt verrückt, aber als ich diesen silbernen Vogel in den Stahlhelm erblickte, wollte ich nicht länger sterben. Ich versuchte, mich noch einmal aufzuraffen und mit letzter Kraft keuchend und Hilfe zu rufen. Und der des Lebens überdrüssige Clan-Veteran war dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Er fasste neuen Mut und beschloss, ein Leben als Abenteurer zu führen. Das nenne ich hart gesotten. Du bleibst auch unverbesserlich. Wisst ihr, was der Wirt mir eben erzählt hat, Kupo? Es wurde wieder eine Mission speziell für unseren Clan in Auftrag gegeben, Kupo. Wir sollen bei einer Zeremonie zugegen sein, Kupo. Der Auftraggeber ist, Kupo, diese... Ilua? Kupo! Gehen wir. Irgendwann müssen wir sowieso mit dir abrechnen. Ich glaube, es bringt mich auch meinem Ende wieder ein Stück näher. Tut mir furchtbar leid, dass ich mich von ihr benutzen ließ. Könnt ihr mir doch mal verzeihen? Na, ausnahmsweise. Wir nähern uns dem finalen Part. Finde ich nicht gut, das Spiel ist so toll. Ich will noch nicht aufhören. Aber es gibt ja noch genug Nebenmissionen, die ich machen werde. Nein.